So, einen wunderschönen guten Morgen. Da sind wir wieder live auf Facebook um 9:02 Uhr. Und dabei haben wir heute Morgen den Mario. Man Guten sieht's. Morgen. Moin, Mario. Morgen. Und der Apfel haut erst da rein. Dir auch einen schönen guten Morgen, Stefan. Mario hat einen Stream geteilt. Daumen da gelassen. Dankeschön. Hans hat Daumen da gelassen, Janis hat Daumen da gelassen. Danke, danke, danke. Einen wunderschönen guten Morgen vom Stefan. Dankeschön, dir auch. Der Kurt hat einen Daumen da gelassen, der Kurt hat Stream geteilt. Und der Hans haut einen guten Morgen raus. Dir auch einen schönen guten Morgen. Weil ich kann den Stream schon ruhig starten, weil zuerst mal wird der eh begrüßt. Und bis dahin hat sogar, selbst sogar der Mario die Synchro geschafft. Ja. Vom HG Brück Mahlzeit, dir auch einen schönen guten Morgen. Erst mal ein Stück Kaffee. Gut, guten Morgen, Opa. Gut, dir auch einen schönen guten Morgen. Prost zusammen. Und vom Brünen Nielsen, guten Morgen zusammen. Nils, dir auch einen schönen guten Morgen. Der Morgen. Bernhard Lesten. Da. Und Brünen Nielsen, Daumen. Na, mein Kleiner, willst du heute mal arbeiten? Weiß nicht, heute Morgen will er mal so gar nicht, ne? Aber du warst ja sowieso bei den Neuen. Ja. Irgendwann wird das schon funktionieren in den nächsten 500 Jahren. Ja. Ich glaube, ich kann schon mal Mittag Kartoffeln schmieren. Jo. Ja, und ich habe heute hervorragend geschlafen, bis kurz nach 8. Endlich mal richtig schön lange durchpennen. Und der Florian hat einen Daumen da gelassen. Der Tobias hat einen Daumen da gelassen. Und das Äpfelchen hat einen Stream geteilt. Dankeschön. Einen guten Morgen vom Florian. Florian, dir auch einen schönen guten Morgen. Kann aber auch sein, dass ich wahrscheinlich zu viele Mods drauf habe. Das kann mir auch möglich sein. Du sollst ja auch einen anderen Mod-Ordner dafür benutzen. Sascha hat den Stream geteilt. Was war das? Nur Sascha hat ein Herzchen da gelassen. Dankeschön. Und der Herbert hat einen Daumen da gelassen. Herbert, moin, moin, Team Opa, Oma, hallo Chat. Herbert, dir auch einen schönen guten Morgen. Die Omi ist nicht da. Und dabei habe ich den Mario. Hallo, Oh, er komm, hat die au. Synchro geschafft. Welch Wunder, Oh, yay. oh. 3:45 Uhr war die Nacht vorbei. Oh, schade, 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 schade. Irgendwie stehst du auf mir. Opa, steh auf dich. So. Aha. Ja, moin. Was steht heute so auf deinem Plan, Opi? Ich würde sagen, zu streamen. Alles andere sehen wir im Laufe des Laufs. Verlaufs. Dingsbums, wenn ihr versteht, was ich nicht meine. Morgen, Opi vom Alexander. Alexander, dir auch einen schönen guten Morgen. Und der Herbert, Stefan und Alexander haben Daumen da gelassen. Dankeschön. So, Mario. Ja. Du willst bestimmt irgendwas zu tun haben, ne? Ja. Tja. Willst irgendwas zu tun haben? Ja, du kannst dir mal den Rasenmäher nehmen. Ein Feld 128, 29, 30, 31. Das ist die Kleewiese. Welche nochmal? Was? 128, 29, 30, Ah, vier, 31. Viererfeld, ja. Ja, das ist die Kleewiese. Wir. Bitte das Klee runtermähen, aber nur das Klee. Ja, kriegen wir hin. Gut. Guten Morgen, Opi und Omi und Opi vom Tobi. Tobi, dir auch einen schönen guten Morgen und danke für den Daumen. Was werden wir denn machen? Das Feld müsste eigentlich gedüngt sein. Na, wunderschönen guten Morgen ins Alpenheim geschickt. Hoffe, ihr habt
Alle gut geschlafen. Michael, dir auch einen schönen guten Morgen. Und ja, ich habe hervorragend geschlafen. Guten Morgen, Opi und alle zusammen vom Nils. Nils, dir auch einen schönen guten Morgen. Wir müssten eigentlich, dürfen wir müssen. Und das ist geflügt. Ist das nur gekalkt oder schon gedüngt? Und der Kurt und der Mickey hat einen Daumen da gelassen. Und der Steffen, danke, danke, danke. Moin Mario vom Nils. Morgen Danke. jetzt. Aha. Da fehlt Dünger. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen vom Kurt. Kurt, dir auch einen schönen guten Morgen. Und Steffen, moin, sorry, bin malochen bis heute Abend. Steffen, macht den schönen Tag. Danke für das Reinschauen. Schön gesund bleiben. Ich glaube, wir holen uns mal einen Dünger. Einen Dünger. Okay, eine Runde düngen. Was will ich denn hier? Das ist doch falsch. Lass das doch mal. Guten Morgen alle zusammen, ein schönes Bergfest. Tobias, dir auch einen schönen guten Morgen. Ja, einen schönen Mimimi-Mittwoch. Welchen Trecker hat er sich denn geschnappt? Den goldenen Felgen. Ach so. Zum Düngen kann ich den nehmen. Dein Düngendünger, ja. Der Tobi hat den Stream geteilt. Dankeschön. Und der Hecht hat einen Daumen da gelassen. Steffen hat einen Daumen da gelassen. Nils hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Ein dünner Dünger. Und der Werner ist da. Oh, Werner. Und Tobias hat ein Herzchen da gelassen. Nils hat den Stream geteilt. Danke, danke, danke. Werner, dir auch einen schönen guten Morgen. Ich vermisse die Kaffeetasse. Dünger? Dünger. Dünger ist der da. Der da ist Dünger. Und da üben wir nochmal. Der da ist Dünger. So. Moin Moin aus Bremen. Bin auf der Arbeit in der Behinderteneinrichtung als Tischler in Bremen. Daniel, dann wünsche ich dir auch einen schönen guten Morgen und viel Spaß beim Arbeiten. Und danke fürs Reinschauen. Ich mache mal gerade einen Kaffee. Mach das, Stefan. Ach, Stefan, nicht Stefan. Das sieht so nicht weiß aus da. Doch, ist weiß. Gut, dann kann ich da düngen. Ich setze den ans Düngen und gehe auf einem anderen Feld ans Kalken. Ne, wir haben ja einen Mitarbeiter, dann brauchen wir keinen Automan. Genau. Das gibt 30 Meter. Eigentlich. Hallo von Nighty? Werner, klär mich doch mal auf, bitte. Der Werner hat den Stream geteilt und einen Daumen da gelassen. Dankeschön.
Oh, der geht immer voll daneben. Könnten Sie den mal so machen? Ah, das sieht schon besser aus. Die, 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 die. Mal an das Ding und tschüss. Und ich trinke viel zu wenig Kaffee mit euch. Dafür, dass das ein guten Morgen Kaffee-Stream ist. Prost! Stimmt. So, jetzt aber Prost, ja, das sag ich dir aber. Was? Ey, guck mal, ich hab. Luftiboss. Ah, Luftiboss ist das. Nee, oder Facebook, du hast so einen Knall. Luftiboss Entschuldigung. kenne ich auch. Prost, Prost. Wie habt ihr denn so geschlafen? Also meine Nacht war hervorragend. Ihr habt ja gelesen, das, was die Omi geschrieben hat in der Slow-Gruppe. Falls ihr es gelesen habt. Upi, kann ich dich mal kurz was fragen? Ja, frag doch. Ich habe gestern Morgen doch geschrieben, ich glaube Willi, der meinte ja irgendwas. Da habe ich geschrieben, guter Willi. So. Und jetzt wird für mich Facebook schon wieder fürs sperren. Ich habe keine Ahnung, was dieser Blödsinn soll. Also ich. Egal. Einen schönen guten Morgen von Hotte. Hotte, dir auch einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja. Apropos, wie geht's dir denn so nach deiner Zahnbehandlung? Ja, also ich war gestern 2 Stunden beim Zahnarzt, doch länger als erwartet. Dafür habe ich keine Schmerzen mehr. Das ist schön. Habe mich auch echt ein halbes. Was? Ich habe auch echt ein halbes Jahr gekämpft. Meine Nacht war einigermaßen gut, bin oft wach geworden. Aber wenn du trotzdem Erholung ge gefunden hast, dann geht's ja noch. Morgen zusammen von Peter. Peter, dir auch einen schönen guten Morgen. Und Hotte hat einen Peter. Daumen da gelassen. Dankeschön. Hotte hat direkt Kaffeepot im Ohren hier. Und den Stream hat er geteilt. Danke, Hotte. Hast du deine Hausaufgaben ja erledigt. Prost. Oh. Erholung, aber tut alles weh, war gestern ein bisschen viel Trubel mit Enkel. Ja, das kenne ich. Und dann macht man einfach mit, obwohl man dann weiß, am nächsten Tag geht's einem bescheiden. Marvin, musst du vielleicht mal so machen, dass du 2 Accounts machst bei Facebook. Ja, der Trick ist schon durchschaut. Auch wenn ich banne, werden alle Accounts gebannt. Und alle, die Ja. man jemals erstellt. Das ist vorbei. Ja. Opi, hast du gut geschlafen? Warte, ich habe saugut geschlafen. Und der Peter hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Und ich glaube, Facebook will ein wenig aufräumen. Deswegen kriegt zurzeit jeder Druck ab, der was schreibt. Ja, man, ja, wahrscheinlich ist es zweideutige Sprache mit guter Willi. Vielleicht deswegen. Max hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Ich hoffe, dass der Hotte auch gut geschlafen hat. Richtig, ist mir auch schon aufgefallen. Ja, ich glaube, die wollen ein ganz, ganz, ganz klein wenig diesen vorhandenen asozialen Status raushauen. Das ist schön, dass du gut geschlafen hast. Danke dir. Wie hast du geschlafen, Hotte?
Facebook greift bloß bei den Falschen durch. Ja, da sind leider alle von betroffen. Max und Holger und Thomas haben Daumen da gelassen. Dankeschön. Ich habe sehr gut geschlafen. Gut. Die hat mit den Mädels oder Gewalt und so weiter ist immer noch da. Ja. Aber ich kann da nichts dran ändern. Bitte? Wir haben ein Standbild. Oder ich habe ein Standbild. Du hast ein Standbild, wenn bei mir läuft alles. Ach so. Man sollte doch auf Play drücken, ne? Ach so. Peinlich, peinlich. Ich habe auch gut geschlafen. Das ist schön. Hervorragend. Ich kann nur nicht jeden einzeln fragen. Deswegen kommt das nur immer so stichwortartig. Probe, halber, Dingsbums. Was gab's denn? Ich bin dir heute Morgen zum Frühstück, Obi. Gar nichts. Ich frühstück nie. Oh. Ja klar, frühstückst du. Kaffee. Kaffee. Auch. Kaffee ist ja kein Frühstück. Dann frühstück ich ja den ganzen Tag. Ja, zum Morgen reicht es ja Kaffee. Und Tobi hat einen Stream geteilt und einen Daumen da gelassen und Ramona hat einen Knuddel da gelassen. Dankeschön. Guten Morgen, ihr Lieben. Tobi, dir auch einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, bei dir ist auch alles in Ordnung. Hat Omi auch gut geschlafen? Ja. Sonst schläft Omi immer länger als ich. Heute war es mal andersrum. Aber Omi schon außer Haus. Die schon Dinge erledigen. Soweit ja, schreibt Tobi. Ja gut, du bist zurzeit ja nicht in. Du hast ein wenig Druck, würde ich zurzeit sagen. Das ist schön. Danke. Mein Auge juckt. Nicht schön. Bei mir gab es Pizza zum Frühstück. Ja, gönn dir. Hau weg das Zeug. Kann man ja nicht liegen lassen, ne? Muss ja gegessen werden. Am besten zum Frühstück. Prost! Jetzt bastel ich mir noch eine. Ist das heute Morgen so dunkelgiesig oder? Draußen ist das auch total bematscht. Das ist kein Wetter zum Juhu schreien, ne? Obi, Wasser am Arsch? Oh ja, ich habe noch gar kein Wasser getrunken. Ich habe ein halbes Glas hier stehen von meiner Bonbon-Geschichte. Oder auch genannt Pillenparty. Ich war vorhin am überlegen, ob ich mir Nudelauflaufen mache. Doch nicht zum Frühstück, Leute. Los. Prost. Den drehe ich eben um, dann kann ich mich wieder um den Chat kümmern. Guten Morgen, Opi und Omi Gumo. Chat vom Sascha. Sascha, dir auch einen schönen guten Morgen. Und danke für den Daumen, danke fürs Teilen. Guten Morgen, lieber Opi und lieber Omi. Ich hoffe, euch geht's gut. Es
herbstlich bei uns. Ramona, dir auch einen schönen guten Morgen. Ja, bei uns herbstlich, jein, aber es ist ein Blach Wetter. Wäre auch eine Idee. Stefan, na, Opi ausgeschlafen, aber sowas von. Dankeschön. Ich hoffe, ihr habt auch alle gut geschlafen. Guten Morgen von Marcello. Marcello, dir auch einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Sascha. Vom Äpfelchen, moin Sascha mit Schneebälle. Oh, Sascha kriegt's direkt ab. Guten Morgen von Oliver. Oliver, dir auch einen schönen guten Morgen. Und 700 einen Daumen da gelassen. Danke. Und Nils kriegt direkt Schneebälle zurück. So ist das gut. Schneeballschlag. Bei uns kann das ganze Jahr über Schneeballschlag gemacht werden. Jetzt kann ich ja wieder reden. Willst du fahren? Ich habe gesagt, du sollst fahren. Fahr auch. Daddy, daddy, daddy. Oh, ich liebe es, wenn angezeigt wird. Warten auf Videosignal. Facebook, bitte, bitte, bitte macht was an eurer Seite. Wuppi, wer hat's erfunden? Natürlich das Opi. Wer sonst? Mir wird ein ziemlich ruhigen Stream. Auch gut. Nicht typisch für einen Mittwoch, aber angenehm. Guten Morgen zusammen vom Hans. Hans, dir auch einen schönen guten Morgen. Und guten Morgen, Famis vom Dirk. Dirk, dir auch einen schönen guten Morgen. Morgen. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Bei mir geht's gut. Wir haben gestern in unserem Flur, hier in der Wohnung, haben wir eine Lampe angebracht. Die hat so einen Bewegungsmelder. Weil wir haben eigentlich gedacht, wenn man so nachts, dann kann man eventuell ein bisschen Licht dann da haben. Dann haben wir die Lampe angemacht, sind beide rennen gegangen. Das Ding ist so hell, damit kannst du die Tapete von der Wand brennen. Nico, was machst du da? Ich dünge ein Feld, Nico. Dir auch einen schönen guten Morgen. Und der Hans hat einen Daumen da gelassen. Danke. Alles gut, den Geburtstag gestern gut überstanden. Gratuliert haben wir dir ja schon. Gesungen haben wir nicht. Das ist auch gut so. Ich hoffe, es war einigermaßen angenehm, dein Geburtstag. Der Opi ist gerade am Düngen. Ja. Düngeling, ding dong. Der Tobias hat einen Daumen da gelassen. Danke. Und Nico hat einen Daumen da gelassen. Danke, danke. Oh, meine Kommentare bestürzt in den Spam, tralala. Hä?
Das verstehe ich immer gar nicht. Ja, aber ruhig mit Kaffeebesuch. Dann hast du ja einen ruhigen gemacht. Ich habe nur Morse geschrieben. Oh, das kann sein, dass der dann irgendwas falsch versteht. Ich kann da nichts für. Du. Nee, Angelika hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Vielleicht muss man echt aufpassen, was man schreibt. Ja, aber wenn sie alle wissen, vielleicht geht es dann ein wenig gesitteter zu auf dieser zurzeit sehr rabiaten Seite. Man muss ja aufpassen, was man sagt. Stimmt. Darfst du schon nicht mehr pupsen sagen ohne Facebook? Du bist schon wütend. Die Nachricht mit dem Spam habe ich auch gehabt und hat nur jemand begrüßt. Du bist schon wieder gespammt. Und wie geht's dir so, Opi? Nils, mir geht's gut. Mir geht's doch, mir geht's sehr gut. Wie geht's denn unserem Nilsi? Hans, ich kann nicht jedes Mal jetzt da reindrücken mit. Ich muss jedes Mal raustappen. Ich habe keinen Mod hier. René, danke für den Daumen und Jörg, danke für den Daumen. Guten Morgen euch allen vom Jörg. Jörg, dir auch einen schönen guten Morgen. Und danke für die ganzen Däumchen und fürs fleißige Teilen. Ihr habt schon 17 Mal geteilt. Danke, danke, danke. Der Satz ist auch schon wieder blockiert. Ihr seid ja auf Dauerblockade. Was ist los mit euch? Facebook kümmert sich lieber um die wichtigen Probleme, zum Beispiel, dass die Streams flüssig laufen. Ja. René, Jörg und Nico haben Daumen da gelassen. Danke, 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 danke. Zum Glück ist euer Text ja auf dem Monitor zu lesen. Nur im Chat nicht. Ich kann nicht jedes Mal raustappen. Das ist heute wieder merkwürdig, ja. Das habe ich noch nie gehabt, dass so oft irgendwelche ganz normalen Sätze in die Blockade gehen. Das schon bis gleich? Ja, bis gleich. Und der Michael hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Und oh, was sehe ich denn hier? Ja, so sieht das richtig aus. Wir haben 28 Abonnenten, die zugucken und nur 7, die nicht Abonnent sind. Das ist meine richtige Zahl. So rum stimmt jetzt die Welt wieder. Didi, didi, didi. So, René, Jörg, Nico, Michael, Markus haben alle einen Daumen da gelassen. Nicht, dass ich irgendeinen überlese. Mag ich nicht gerne. Und hier aufs Feld werden wir auf jeden Fall gleich trotzdem einen Helfer draufsetzen zum Ansehen. Dann kann ich mich um andere Arbeiten kümmern. Habe ich gesagt, hat auch einen Daumen da gelassen. Danke. Hugo, bist du fertig? Oh. Bist du mit Helfer gefahren? Nee, ich bin nur auf die falsche Taste gekommen. Ach so. Dann kannst du ja schwadern. Ja, schon unterwegs. Schwader. Schwadi hier, Schwadi da, Schwadi überall. Ich hab ganz schön was an der Schwadi, hab ich. Lieber so als andersrum. Ja, dir auch einen schönen guten Morgen und danke für den Daumen, aber dein Name gefällt mir mal überhaupt nicht. Tut mir leid, ist so. Man kann sich auch vernünftig nennen. Nils macht. Nee, halt's die Menge an. Danke, danke. So, bin wieder da. Ja, dann willkommen zurück. BB. Und es geht schon wieder los. Opi singt, na, noch ist es nicht ganz so weit.
Moin aus Vorpommern. René, dir auch einen schönen guten Morgen. Aus NRW am Niederrhein, da wo jeden Freitag die Erdachse gehüllt wird. Mach ich doch gern, Opi, danke. Morgen zusammen, liebe Farmis vom Sascha. Hattest du nicht schon guten Morgen gesagt? Und der Stefan hat einen Daumen da gelassen. Danke. Nee, ich bin am Drillen. Game oder Real Life? Ja, mit Dialekt. Aha. Versuch es mal korrekt. Ah, vielleicht haut er dich dann nicht jedes Mal raus. Und der Matthias hat einen Daumen da gelassen. Danke. Facebook versucht, die ganzen Facebookianer umzuerziehen. Ob sie das hinkriegen? Das glaube ich nicht, dafür haben sie es viel zu lange schleifen lassen. Eine rauchen, Obi? Du sollst nicht rauchen, Hutte. Rauchen ist schädlich, also lass das, bitte. Gute Idee, nein, schlechte Idee. Verherrlich doch bitte keine Sachen, die schlecht sind. Und der Andreas hat ein Lachsmiley raus. Dankeschön. Wollte bloß Kaffee trinken. Ja, richtig. Wow, Hilfe, Mario. Ich hab dich schon gesehen. Ja, stimmt, ja, fang nicht das Rauchen an, Belehrung beendet. Das ist schon lange her. Das fehlt aber irgendwie im Stream. Okay, aber nur wenn du auch keine rauchst, den ganzen Screen und heute Abend. Ich bin Streamer, ich stehe außen vor. Der war gut, ne? Kiballa hat ein Herzchen da gelassen. Dankeschön und Marco einen Daumen. Danke, danke, danke. Oh Gott, das fängt schon wieder an. Die Ich liebe es. Warten aufs Videosignal. Warten aufs Videosignal. Oh, bitte, liebes Facebook. Macht was an eurer Seite. Guten Morgen aus der Grafschaft Bentheim. Matthias, dir auch einen schönen guten Morgen. Na, Facebook sollte sich mal darum kümmern, dass man nicht diese komischen Anfragen von gewissen Frauen bekommt. Naja, denn mein Sohn, noch minderjährig, bekommt die auch. Die bekommt, glaube ich, jeder. Ich weiß gar nicht, wie die diesen Blödsinn anstellen.
Einen schönen guten Morgen, habe ich gesagt. Ja, hast du gesagt. Ich bin echt Landwirt und wirklich am Drillen. Ah. Dann viel Spaß beim Arbeiten. Ich kann das Schwarze nicht mehr sehen. Ich auch nicht. Mami, hol mich von der Zeche. Ich kann das Schwarze nicht mehr sehen. Mach das ordentlich. Stefan, wenn irgendeiner das Wort ordentlich beherrscht, dann bin ich das. Ordentlich Banane. Jetzt bin ich geflogen wegen Spam. Du Heiliger. Ich kann nichts dafür, Leute. Das ist Facebook, da bin ich ich. Ich meine, ich bin zwar auch reichlich Banane, aber. Das löst bei euch keine Spam-Klamotten aus. Einmal mit Profis, ja, das wünsche ich mir auch. Einmal mit Profis. Aber da müsste ich ja selber aufhören zu spielen. Ne? Weil Profi werde ich nie. Dumpfi, das bin ich ja schon. Aber Profi, nee. Wegen Ausrufezeichen volle Waage. Ach du Heiliger. Jetzt drehen sie ganz am Rad. So, wir brauchen eine Schubs-mich-Seeautomaten-Maschinen-Dingsbums. Nehmen wir doch einfach den Trecker hier. Den. In 535 Tage hat der Hans schon abonniert. Stefan, seit wann? Seit wann was? Du siehst, dass da schon ganz viele andere Sachen durchgelaufen sind. Versuch doch dabei zu schreiben, was du meinst mit seit wann. Seit wann bin ich nicht Banane? Noch nie gewesen, schon immer da. Guten Morgen von Erik. Erik, dir auch einen schönen guten Morgen. Der Odin hat den Stream geteilt und der Odin hat einen Daumen da gelassen. Und der Henry hat einen Daumen da gelassen. Und Kami hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator-Rowdies. Guten Morgen von Erik hatten wir. Ah, das ist der Odin. Moin, moin an alle. Odin, dir und deiner Family auch einen schönen guten Morgen. Ich habe die Nachricht heute Morgen auch von Facebook bekommen. Aha. Stefan ist seit 130 Tagen dabei. Moin, Odin. Facebook spinnt immer mehr. Ja. Ich habe ja gesagt, ich streame jeden Abend auf Twitch. Also, irgendwann müsst ihr ja mal begreifen, dass ihr euch eine zweite Seite zulegt. Ich habe schon vor fast einem Monat gesagt, es wird hier immer schlimmer. Okay, ich drehe am Rad schon seit Jahren. Oh, das ist gut. Das ist doch kein Spam. Ja, ich kann nichts dafür. Leute, lastet nicht an mir aus. Bitte, bitte, bitte. Aber man kann es ja auf dem Monitor noch lesen. Nur im Chat nicht mehr. Otto hat seit 14 Tagen abonniert? Du bist doch schon länger dabei. Du wolltest mir veräppeln. Das sind Infos, ja. So, und den Lümmel werden wir jetzt gleich so einsetzen, dass der. Ausrufezeichen Follower. Ich glaube, du hast gar keinen Follower. Ach, das ist mal dein neuer. Ja, stimmt. Ja, klar, das ist dein neuer. Ich gucke jeden Abend bei Opi zu bei Twitch. Ja, stimmt. Guten Morgen alle zusammen vom Frankie. Frankie, dir auch einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frankie. Didi, didi, didi. Dein neuer Account. Ja, stimmt. Du hast ihn ja geändert. Oder ganz neuen gemacht. So, fahren wir mal einfach hier hin. Haben wir die 114 und 111 schon zusammengelegt? Ich muss erstmal gleich gucken. Erstmal den Chat hier machen.
Moin, moin von Charlie. Charlie, dir auch einen guten Morgen. Guten Morgen, Frankie. Irgendwas stimmt ja nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier schon Abonnent bin. Einfach Ausrufezeichen und dann Follow Waage schreiben. Dann zeigt der Rechner dir das an, wenn du Glück hast. Moin. Frankie Lion kriegt Schneebälle ab. Was ist denn hier mit meinem Chat los? Der springt total durch die Gegend. Ich bin mal wieder AFK. Ups, wo ist er denn jetzt? Hä? Wo ist der Satz geblieben? Da. Lauf hier durch die Bude. Mach das. Schön vorsichtig, nicht, dass du dich verläufst. Ob erst die Maschinenüberwachung gedownloadet? Ja, ist gedownloadet. Man sieht's oben links. Christine, guten Morgen. Haut so raus. Dann Kaffee und Herzchen. Christine, dir auch einen schönen guten Morgen und danke für den Daumen. Hans, hier ist ganz viele Fleischsternchen da. Maschinenüberwachungssystem, ja. Maschinenüberwachungsapparat, Maschinengeschoss. Toast. Session. 111 kriegt. Der Name wird 111. Der Name wird 111. Düngen und Säen kriegst du rein. Aktuell Feldrandkurs berechnen. Ding. Da machen wir dann eine 111 raus. Das dauert jetzt eine Zeit lang. Planen im Winter auch ein Projekt auf der MPV-Map. Wenn es euch Spaß macht. Und solange du hier keine Werbung machst, ist das in Ordnung. 111, komm, put, put, put. Eins soweit. So. Kursgenerierung machen wir doch, ne? Vorgewende, machen wir noch 1, 2, 3, machen wir viermal, ja, ne? Viermal. Das Ganze bitte scharf. 8,8 Meter, das passt. Kurs generieren. Mal gucken, ob er was macht. Das war falsch. Da muss ich hin. 111. Da hätte ich bitte gern den Kurs. Dankeschön, das passt. 111, 8,8 Meter. 8. Zurück. Speichern. F111. Ansehen. 8,8 Meter. Tschüss. Und jetzt fahren wir den ein Stück zurück, damit er den ersten Wegpunkt kriegt. Naheliegendes? Nein. Ersten Wegpunkt. So, Jung, mach dein Ding, gib Gas. Hab Spaß und Freude. So, was haben wir denn hier alles? Der Erik und der Karl haben Daumen da gelassen. Der Karl hat den Stream geteilt. Dankeschön. Und dann haben wir Follow Waage. Das zeigt er dir gar nicht an. Das finde ich komisch. F506, aha. Du hast ein Leerzeichen drin und groß geschrieben. Du musst in einem durchgeschrieben werden. Mal im Ernst, gibt es aus deiner Sicht einen guten Grund, sich vor den 22er noch den 1900 zuzulegen? Wenn man abwarten möchte, ob der 22er so in 3, 4, 5 Monaten die ganzen Macken weg hat. Ansonsten eigentlich nicht. Wüsste nicht, warum man das machen sollte. Nein, auf keinen Fall. Ne, hol dir gleich den 22er. Bin schon 47 Tage dabei. Mit dem Account, ja. Ich möchte bitte die Anzeige haben. Sieht immer so schön aus. Jetzt haben wir ein Eisenbahnspiel. Fährt auf Schiene.
das groß geschrieben, naja. Ausrufezeichen und alles kleinschreiben. Und alles aneinander, keine Leerzeichen. Ups. Also ich würde für Neuansteiger definitiv sagen, wartet bis der 22er da ist, so viel Zeit habt ihr noch und dann fangt da mit den neuen Maschinen an, mit der neuen Technik, mit den neuen Grafiken, mit der neuen Bodenbearbeitung, mit allem Neuen. Dann müsst ihr da nicht doppelt anfangen. Mit dem alten Account und dem neuen. Ausrufezeichen Follower. Follower geht nicht. Followage. Toast. So, der kann sich jetzt den ganzen Stream über schön um das Feld kümmern. Und wir können eine andere Arbeit machen. Boah, was ist denn mit meinem Chat heute los? Der rasselt ja nur so durch jedes Mal. Und Mario, wie kommst du voran? Alles bestens. Das ist schön. Ich werde doch dann gleich auch einsammeln und dann hast du wieder Opi, nicht was nutzt du da als Helfer? Das ist Cosplay. Cosplay. So, die 135, 34 muss nochmal da, hier, da, da, hier muss ich nochmal. Wie sieht es denn hier aus? Kann nicht erkennen, Mistgülle, Saatgut. Kann nicht erkennen, pH-Wert. Das ist zu dunkel. Das ist schon mal gar nicht. Ich glaube, da oben müssen wir noch kalken. Nicht Crossplay. Crossplay ist aber ganz anderes. Crossplay ist, wenn Plattformen untereinander spielen können, samt PC. Crossplay. Kurse. Internet suchen. Ich glaube, ich schnapp mir mal einen Kalker mit Sensor und fahre mal auf die 134, 35, 36. Und geh mal ein bisschen rumkalbsensorieren. Ihr wisst, was ich damit meine, ne? Oder auch nicht, wenn ich das selbst nicht verstehe. Einen schönen guten Morgen, Opi und Chat von Patrick. Patrick, dir auch einen schönen guten Morgen. Seit 522 Tagen habe ich ein Abo da gelassen, Tobias. Wird bei mir nicht angezeigt, komischerweise. Du hast Follower geschrieben, das kann dann nicht funktionieren. Ich muss Followage schreiben. Bei mir hat er nicht angezeigt von deiner. Andersrum, Opi, andersrum. Mit der dicken Ende nach da hinten. So, dreh dir um. Aber wie gesagt, die Tage, wie lange man dabei ist, ist ja relativ unwichtig. Hauptsache, habe ich gemacht, mir hat das angezeigt, dann ist gut. Hauptsache, man ist dabei. Oder man ist da. Oder man kann da sein. Weil es gibt nämlich auch Menschen, die können nie wieder zugucken. Ja. Die haben nämlich ein Ticket gekriegt mit der Never Come Back Airline. Christian und Patrick haben einen Daumen da gelassen. Ich hoffe, ich überlese keinen. Das ist immer so. Das ist doof. Das mache ich nicht gerne. Ja, es wird schlimmer. Macht euch nichts draus, es wird noch schlimmer. Oh, da hinten fährt er ganz alleine und
Da ist das Mario. Hallo. So, hier ist definitiv noch nicht gekalkt, oder? Suchen wir doch mal einfach auf den Platten gucken. pH-Wert gut. Haben wir hier schon schlüpfriger Ton? Stickstoff 40 Gramm. Ich weiß nicht, ob hier schon gekalkt wurde. Ich habe keine Ahnung. Ich kalke jetzt einfach. Spätestens heute Abend aber wird schlimm. Dann ist gut. Ah ja, Odin, ich hoffe, dir geht's besser. Fällt mir gerade ein. Haben uns gestern schon wieder Sorgen gemacht. Und uns gefragt, wie geht's wohl unserem Odin? Anmachen. Einen schönen guten Morgen. Bumm, Güni. Güni, dir auch einen schönen guten Morgen und danke für den Daumen. Seit 278 Tagen ist der Odin mit dabei. Das dürften 18 Meter sein. Hat er das? Nö, hat er nicht. Nicht schön, nicht schön. Das ist auch nicht schön. So wird ein Lied raus. Den können wir sogar so stehen lassen. Machen wir einen Uf. Den vorderen anmachen. Den hinteren anmachen. Und tschüss. Auf dem Weg zur Besserung, danke. Ja, hoffentlich. Guten Morgen, Odin vom Hotel. Ich hoffe, deiner Frau und deinem Kind geht's auch gut. Jetzt habe ich auch einen Hinweis auf Spam bekommen. Ich habe keine Ahnung, was das soll, Hans. Ich weiß es einfach nicht. Wie gesagt, ich bin jeden Abend live auf Twitch. Da gibt es diesen Rummel nicht. Man fängt langsam aber sicher an, als Streamer sich fremd zu schämen für Facebook. Familie geht es gut, hoffe dir und Omi auch. Uns geht's sehr gut. Ich habe heute so lange geschlafen, dass ich die Streamzeit verschoben habe. Danke der Nachfrage. Bei uns ist alles bestens. Stimmt, aber da gibt es Schlümpfe. Ja, damit muss ich klarkommen. Auch wenn ich Angst vor Schlümpfe habe, aber das werde ich schon schaffen. Du bist doch Papa Schlumpf. Was Nein, für Fragen? definitiv nicht. Schlümpfe gehören der Koppi. Und deswegen kann ich nicht Papa Schlumpf sein. Ach so. Ich muss mir erstmal eine basteln. Ich werde mal die Seite von meinem Eigenwerbung machen. So. Das ist meine Twitch-Seite. Für die nicht in den Annalen des Geschriebenen finden. Man nennt das auch Stream-Beschreibung. Ich wollte mir da eine drehen. Boah, Obi, mach doch mal. Prost. Ja, da mach ich auch mit. Prost. Oh, die Tasse ist fast leer. Ja, und da gibt es eigene Emojis. Wir haben da unsere eigenen Emojis. Ja, die sind sehr süß. So, erstmal ein Pott Kaffee für den Meister, bitteschön. Oh, danke, Karl-Heinz. Dankeschön. Aber gönn dir auch selber, bitte. Das Basteln funktioniert auch nicht so richtig heute Morgen. Hallo, Finger, ihr gehört immer noch zu mir, auch wenn ich euch so gut wie nicht mehr fühle. Macht, was ich will.
Außer Omi hat noch keine. Nein, bei Omi ist das noch nicht eingerichtet. Die kriegt ganz knuffige. Die sehen mal richtig gut aus. Ich habe sie schon gesehen. Wassermarsch-Obi könnte ich eigentlich machen. Ich habe zwar gerade vorhin erst. Aber mache ich. Ein bisschen Wasser tanken am frühen Morgen ist gar nicht schlecht. Und die Eva hat einen Daumen da gelassen und Florian hat Daumen da gelassen. Dankeschön. Dann macht das man nicht ganz voll, sondern nur halb. Und einen Wassermarschbefehl gibt es auf Twitch auch. Den kann man alle 40 Minuten auslösen. Prost! Schon dabei, danke. Jo, lassen wir schmecken. Machen wir das Ding an und fahren noch ein bisschen spazieren hier. Gleich wieder da. Jo, und der Ronny hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Und ich weiß nicht, ob Omi heute Abend wieder mit live ist. Könnte aber sein. Ich meine, die hat doch gestern Abend irgendwas im Stream gesagt. Von wegen auch live. Wenn alles funktioniert. Und der Ronny hat einen Daumen da gelassen. Ich glaube, den hatte ich schon. Macht nichts. Das zweite Mal kannst du hier eine Spardose stocken. Und ich glaube, auch heute Morgen sind unwahrscheinlich wenig Benachrichtigungen rausgegangen, wenn ich die Zuschauerzahl sehe. Weil das haben wir sonst nach den ersten 10 Minuten. Oder so viele sind von Facebook schon blockiert worden, dass da keiner mehr drauf zugreifen kann. Wie gesagt, jeden Abend auf Twitch. Denn Facebook wird zurzeit nicht besser. Bitte, 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 liebes Facebook, macht was dran. Das nehme ich eher an, ja, dass so viele gesperrt worden sind. Hallo Frankie vom Apfelbacher. Opi, du hast gesagt, dass du auch YouTube hast, oder? Ja, ich habe auch YouTube. Ich finde es schon lustig, wenn man einen normalen Chatbefehl in Spam-Verwarnung zu bekommen. Ich kann da nichts für, Leute. Ja, ehrlich nicht. Das Ding, was du geschrieben hast, ist nämlich eine Spam-Verwarnung. Da ist die Härte. Oh Gott. Wenn ja, könntest du einen Link reintun. Der Link müsste in der Stream-Beschreibung sein. Glaube ich. Zumindest ist er auf meiner Altenheim-Slow-Seite. Wenn ihr da auf Info klickt, ist auch der Link von YouTube da. Nein, von meiner Twitch-Seite. Einfach auf den Info-Button drücken. Darunter steht Facebook und YouTube. Ich kann auch mal eben einen Link reinpacken. Konto wechseln, dahin. Ich hoffe, dass der das ist. Kopieren. Den könnt ihr ja mal ausprobieren. Na, dürfte wohl YouTube sein, ja. Prost, Opi.
Äpfelchen, Prost! Alle. Danke fürs Raussuchen, kein Problem. Wuppi, du musst schon ganz am Rand fahren, sonst kriegst du den Rand nicht erwischt, du Dorfdepp. Wieder da. Bibi! Angucken fahren. Dann gleich einsammeln und dann. Ja. Hab Einspruch eingelegt, werde dann fragen, mit welchem Befehl man sich im Stream die Follower-Tage anzeigen lassen kann. Ja, das war der, habe ich abonniert. Dankeschön. Erik, und glaub mir, du wirst, das wird nichts bringen. Servus zusammen von der Anja. Anja, dir auch einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Anja. Ich weiß, ja. Just for fun. Bei Facebook? Nein. Ja. Der Mike hat einen Stream geteilt und einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Ne, Mike heißt er. Mike, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Sag mal, Mike. Fahren wir nochmal außen rum, weil es Schäm macht. Einen wunderschönen guten Morgen von Maike. Dir auch einen schönen guten Morgen. Moin, Anja von Hotte. Ist richtig so? Mike oder Mike? Mit E oder? Also wird das nur Mike ausgesprochen und Mike geschrieben. Ich glaube, das ist ein Mike. Daddy, Daddy, Daddy. Hauptsache, du weißt, wen ich meine. Genau. Das ist ja bei mir schon viel wert. Mikey, aha. Na dann. Gott sei gegrüßt von der Ninja. Außerdem darf ich das, ich bin das Oki. So. Lautschrift Mike. Ja. Lautschrift, welche Klamotten haut er hier raus? Erik. Bring mich doch nicht so durcheinander. Ich habe mal einen Witz reingeschrieben, gleich eine Woche gesperrt. Ja. Facebook. Ich kann nur immer wieder wiederholen, bitte, bitte, liebes Facebook, macht was dran. Bin jung. Bisschen Junge. Ah. Also Mike, jetzt habe ich es. Okay. Sorry, Opa. Ich will doch nicht mit solch komplizierten Worten kommen. Glaubst du, was meine Bananen ans Rotieren kommen dabei? Kennt ihr den neuesten Witz? Oh, Hotte, fang dir keinen Bann ein. Lass es besser. Möchtest du es gerne hinhaben?
So, ja, halt, stopp, 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 stopp. Mach mal, brems mich. Erstmal packst du die Schafe voll damit, und zwar pur. Alles Einfach klar. reinklatschen. Ja, die Schafe vollpacken und den Rest kannst du hinten. Ist das Fasil? Ist das Fasil leer? Jetzt sieht man, dass ich gucken. Wenn das leer ist, also zuerst bitte die Schafe damit komplett versorgen. Machen wir. Und danach ins Fasil, wenn es leer ist. Ansonsten einlagern. Flachwitz, Mittwoch, Attacke. Die Kühe haben noch, oder reicht denn noch? Eierschalen, Sollbruchstellenverursacher. So, jetzt ist ganz vorbei. Ne, bei der Kühe braucht das Zeug nicht rein. Okay. Da ist es zu wertvoll für. War ja. Nee, Punkt schon. Nicht aufs Feld fahren, oh Mann, ey. Ich kenne keine neuen Witze. Ja oder nein? Hä? Was macht die Security in der Nudelfabrik? Die passt da auf. Oh Gott. Charlie! Dankeschön für die 100 Sterne. Dankeschön. Die passt da auf. Oh nein. Füße hoch. Ich auch nicht. Der war schlecht. Kaffeepause. Ich muss erst Kaffee holen. Ich habe keinen mehr. Stellvertretend für alle. Wo muss ich hier eigentlich. Wo habe ich meine Linien? Darum. Ich könnte eigentlich hoch und runter fahren. Den werde ich positionieren. So, sollen wir bei dem Helfer mitfahren oder sollen wir bei Mario mitfahren? Ihr habt jetzt die Zeit abzustimmen. Sagen beim Helfer. Warum das denn? Du hast ja bestimmt den Stream offen, oder? Ja. Na, siehst du, dann kannst du den Chat weiter vorlesen und sich mit den Leuten unterhalten. Oh, die wollen alle zu mir. Mario, Mario. Siehst du? Odin, Mario. Machen wir hier den Motor aus. Dann. Hallo? Ich brauche das andere. Danke. Könnte der Mario mal aussteigen, bitte? Ja. Ne? Jetzt habe ich einen Gabelstapler erwischt, also. So, jetzt fahren wir mit Mario mit. Ja. So, für alle Kaffee, das ist gut. Ich gehe dann Kaffee holen. Ist gleich. Hast du die Schafe jetzt voll? Ja. Gut, den Rest kannst du dann einlagern. Ich meine, das müsste hier. Nee, das muss, glaube ich, ein Strohlager. Oben am Haus, ganz auf der linken Seite. Bis gleich. Bis gleich. Oh ja, eine Tasse Kaffee wäre nicht schlecht, aber ich bin ja kein Kaffeetrinker. Was habt ihr heute noch Schönes vor bei dem saugeilen Wetter? Danke, Nils. Ja, ich würde auch gerne arbeiten wollen, aber dann hat mein Chef gesagt, dann bleibt man zu Hause. Oh, kein Licht.
Grün nach Stadt, nein, auch, ich habe die Stadt sie gleich nebenan. Ach, du musst nicht mehr arbeiten, Mike, ja? Oh, dann werden wir schnell wieder gesund. Hier schlafen soll helfen, habe ich gehört. Mit Hühnersuppe trinken oder wie das auch heißt. Cool. Dann schön nie Feierabend, ne? Ja, ich feiere ein bisschen mehr durch spät. Ich kriege ja alles schon auf. Oh, da liegt noch eine Bahn. Da ist er schon wieder voll der Jungsche. Ja, eine Runde drehen. Das ist doch schön. Das sind meine Driften. Und trägt gerne die Kurve zu driften, ja. Wäre schon was nice, ne? Ja, da. Der Jakob hat ein Herzchen da gelassen. Ingmar hat einen Daumen da gelassen. Nachher machst du sehr gut arbeiten, nachher in der Stadt. Feierabend heute? Oh, nach Möglichkeit im Haus bleiben, bin erkältet. Fertig heute. Wünsche einen schönen guten Morgen von Dennis. Dennis, dir auch einen schönen guten Morgen. Hab viel geschlafen von gestern auf heute. Mario, wenn möglich, bitte wenden. WB, danke. Mario, ich höre, du hast es gut gemacht. Da habt mir Mühe gegeben. Dankeschön. Prost zusammen, frischer Kaffee. Und neue Kanne ist angesetzt. Es löppt. Ja, muss ich unbedingt stehen bleiben. Bibi, Obi. Danke. Danke. Prost, Bibi. Danke. Ja, Bibi. Dito. Ja, danke, danke. Basteln uns noch eine, solange fahren wir noch mit Mario mit. Meisten nur 1% drin. Oh, dann dürfte er gleich am Ende sein. Wir müssen den aufhören gehen. Die Gaiette. Was? Dass ja die Leiste da angezeigt wird. Ja, da habe ich extra drauf gezogen, damit ich sehe, was der Cursplay-Fahrer macht. Siehst du, da ist er schon am Stehen. Muss aufgefüllt werden. Da kümmere ich mich gleich drum. Ja, ich fall auch zum ersten Mal damit. Also sprich, zu spielen. Ja, es gibt viele, viele, viele Dinge. Viele, viele Dinge, die ihr noch gar nicht gemacht habt. Ihr spielt das Spiel ja nur ganz normal. Und du hast unter Garantie noch nie Curseplay oder Auto 3 verwendet. Ja, Auto-Drive habe ich schon probiert. Ja, das ist mir ein bisschen zu kompliziert, so vom her. So, dann springen wir mal da rum und dahin. Dankeschön fürs Mitnehmen. Kein Problem. Immer wieder gern. Die Nina hat einen Daumen da gelassen. Danke.
einen guten Morgen reingehauen. Nina, dir auch einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, bei dir und deiner Rasselbande ist alles in Ordnung. Und die Nina hat den Stream geteilt. So. Dahin. Abfahrer entlassen. Dick. Fahr ich damit zum Hof? Nein, wir holen definitiv. Wenn es das auch für die PlayStation geben würde, würde ich das auch nutzen bei den Feldern, die ich habe. Naja, geht. Also nicht prickeln dann, Nina. Heute Morgen und Freitag nicht so toll, aber oh. Einklappen. Dann wollen wir da mal aufklappen. Den nicht, den brauchen wir. Machen wir den aus, werden wir uns mal noch eine Zugmaschine holen. Das ist der letzte, den wir haben. Das kann aber nicht. Unbedingt stärkeres. Wow. Da muss ich mal eben meinen von den Anhänger abziehen. Sitzt du wieder so unter Stress, Nina? Oder Volltermine oder sonstiges? Doch den, ja genau, du musst den. Na, abhängen. Wo müsst ihr denn hier unten noch weggefahren werden, war? Was muss weggefahren werden? Kompost. Kompost muss gemacht werden, Kartoffeln müssen, muss alles gemacht werden. Na dann, wie sind schon meine Aufgaben? So, Opi muss offline gehen. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bye bye. Karl, dir auch einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen. Und bleib gesund. Ja, schön gesund bleiben. Und danke fürs Reinschauen. Opi, hast du neue Mods? Ja. Zwei neue Mods. Einmal Cosplay und einmal, ja. Musst du nachgucken. Warum habe ich hier keine. Ach, der Träger ist das. Da ist ja keine Rückkamera. Tschüss, ganz schönen Tag gewünscht. Handy schon beim Bahnhof ist wieder da. Der Name ist auch nicht schlecht. Der ist ein Daumen da. Dankeschön. Da bringen wir mal das Saatgut dahin, wo es gebraucht wird. Aber zuerst mal mache ich mal wieder die Zigarette an. Gib Gas, gib Gas. Wenn du fertig bist, kannst du auch, wenn du möchtest, Milch verkaufen fahren. Beim besten Preis. Oh Mann, ey, ich muss unbedingt den Führerschein machen. Moin, moin, Anja vom Hans. Die Anja hat den Stream geteilt. Dankeschön. Und Paul hat einen Daumen da gelassen. Danke. Und einen Daumen da gelassen hat, ja. Anja, danke, danke, danke. Ja, wenn es jetzt wirklich so ist, ne, unsere Vermutung, dass so viele Leute bei Facebook gebannt worden sind, ne, oder eine Auszeit bekommen haben und die alle vorher nicht drauf geguckt haben, wo meine Twitch-Seite ist, ne, die können alle nicht mehr zugucken. Weil die Seite wohl sehr wahrscheinlich nicht finden werden. Deswegen habe ich ja immer gesagt, macht euch da einen Account, kommt darüber, wenn Facebook mal nicht funktioniert. Aber nein, viele wissen es ja besser. Und jetzt hängen sie da und haben gar nichts. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich hätte wegfahren müssen. Ja. Ich muss erst wegfahren.
Und der Peter hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Ich werde noch mal den Link von meiner Seite reinposten. Oha, ich glaube, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe die falsche Seite aufgemacht. Oh, dahin. Ja, mein Chat ist weg. Guten Morgen zusammen. Oh, das ist ja komplett verkehrt. Wo ist mein... Da ist er. Ich habe ihn wieder. Ich habe gerade meinen eigenen Chat gecancelt. Guten Morgen zusammen von Peter. Peter, dir auch einen schönen guten Morgen. Läuft der noch? Doch, der läuft noch. Ja, gut. Dann kann ich ja jetzt reinposten. So. Das ist meine Twitch-Seite. Und ihr merkt ja selber, im Moment funktioniert Facebook immer schlechter. Dann wisst ihr wenigstens, wo ihr mich abends findet und da zuschauen könnt. Upi, Wassermarsch. Oh, nicht so oft nacheinander. Habe ich doch gerade vorhin erst vom Pränki gehabt. Wir können doch den armen Obi nicht ersaufen. So, Kurs steht, alles funktioniert. Nicht erster Wegpunkt, aktuellen Wegpunkt. Hast du jetzt echt ein Stück stehen lassen? Einfach reinlassen. Komm nochmal zurück, mein Junge. Opi, warum machst du sowas mit dem Chat-Canceln? Ich wollte eigentlich nur eine Seite aufrufen, habe dann meinen eigenen Chat abgeschossen. Es war keine Absicht. Ja, mal passieren. So, jetzt läuft er wieder. Mach deine Arbeit. Viel Spaß beim Rumgucken. Aber lass mich mal hier raus. Den muss ich ganz wegsetzen, weil wenn der hier nachher wenden will, ne, dann steht er voll im Weg. Ruby hatte blaue Fendt unter Bodenbeleuchtung. Ja. Das ist aber nicht von mir da reingebastelt worden. Das ist eigentlich der Fahrzeug vom Taichi. Obi und Mario kriegen ganz viele Bleisternchen. Dankeschön, Nils. So. Dann können wir hier weitermachen. Und Mario hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Geil. Ich weiß auch nicht, wie viele Marios es hier auf Facebook gibt, ja. Ja, ist halt ein häufiger Name. Und der Philipp hat einen Daumen da gelassen und Mindo hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator-Raudis. Kann das Haus nicht umfahren, es ist fest verankert. Was ist fest verankert? Das Haus. Ich will immer das Haus mitnehmen. Ach so. Auch wenn du da 10-mal gegenfährst, das gehört dir danach nicht. Ja, versuchen kann man es ja wenigstens. Ist jetzt das dritte Mal. Und der Michael hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Daddy, 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 Daddy. Irgendjemand hat einen Clip gemacht.
Habe ich hier irgendwas nicht eingeschaltet? Doch, aber warum nimmt er nicht die ganze Breite? Verstehe ich ja gar nicht. Mach da so ein Ruhe, Nils. Du wirst mal duschen gehen und gucken dann wieder zu, wenn ich fertig bin. Jo, mach das, Nils. Viel Spaß beim Schwimmen. Ah ne, du duschst, du bist ja gar nicht in der Badewanne. Prost vom Äpfelchen. Mache ich mit. Prost. Ach, ich weiß, warum die Linie da drin ist. Ich bin die zweite Vorgewende ja automatisch gefahren. Da passt sie nicht mit der Originallinie zusammen. Da ja, macht das nichts. Wir müssen sowieso gleich den zweiten Überladewagen holen für Kalk. Ich bin baff, ich will auch so einen Trecker mit Unterbodenbeleuchtung. Dann hol dir einen. Und Michael hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Und der Henrik hat einen Daumen da gelassen. Danke. Danke, 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 danke. Daddy, daddy, dada. Also wenn wir den fertig haben, können wir düngen. Dann machen wir uns ans nächste Feld, weil die Anseearbeiten überlassen wir schön in Ruhe im Curseplay. Und der Eckart hat einen Daumen da gelassen. Danke. Und die Monika. Und danke. Geht ja leider nicht. Ja, wenn du auf Box spielst, dann hast du ein Problem. Ach, bevor du vergisst, meine Freundin will sich das Spiel auch holen. Das ist 22. Den 22er? Ja, für die Konsole. Aha. Das Ding ist mal leer. Bitte schön und auch einen schönen guten Morgen alle zusammen. Eckart, dir auch einen schönen guten Morgen. Morgen. So, klappt den da hinten mal ein. Machen wir das Ding hier auf. Und dann holen wir uns mal den nächsten Träger. PS4-Spieler sind etwas benachteiligt, leider. Ja, so ist das halt. Dann holen wir uns den hier. Und der Marco hat einen Daumen raus. Dankeschön. Jetzt haben wir fast alle Fahrzeuge im Einsatz. Bis auf die Kuh. Aber ich hoffe, bei den neuen geht das besser, hoffentlich. Ich kann dann nichts zu sagen, weil ich darüber nichts weiß. Aber ich befürchte, es wird sich nicht großartig ändern. Ihr werdet weiterhin keine Skripte zur Verfügung haben. Und viele, viele gemoddete Fahrzeuge werdet ihr auch nicht bekommen, die für den PC freigegeben werden. Ja.
Das ist nur eine Mutmaßung, also das ist keine Tatsache, ne? Der Ronny hat einen Daumen da gelassen und den Stream geteilt. Dankeschön. Oh, da kommt das Upi. Ach so. Ey, das gibt's doch nicht. Wo willst du hin, Mario? Das ist genau immer in die Kurve kommt, denn die Speicherung. Dann haut er immer ab. Bei mir auf der PS4 und LS19 gerade Mais-Silo machen angesagt. Ja, mach das, wenn du Bock drauf hast. Guten Tag, Slow-Gemeinde vom Ronny. Wegner. Vom Wegner, Ronny. Dir auch einen schönen Morgen. Tobi, danke für die Fleischständchen. Und der Hans haut Fleischständchen und Kaffee raus. Danke. Ihr wollt alle Kaffeedurst auf Mittwoch? Kaffeedurst kann man immer haben, ist ja nicht tagabhängig. Da sind wir schon durch mit allen Silos voll. Aha. Ich habe mir gerade meinen vierten Kaffee geholt. Wow. Ja gut, wenn du schon seit 3 Millionen Jahren auf bist, dann kann das passieren. Ich glaube, ich bin ein bisschen nah rangefahren. Ja, ein wenig. Ah, klappt wenigstens. Ich muss mir das Pets kaufen. Oh. Toast. Kein Kaffee. Gar nicht gut. Somit ist der Tag wieder gelaufen. Ohne Kaffee läuft nichts. Die meisten zumindest. Oh, wie können wir ja auch mal den 22er zusammenspielen, oder? Kurt, ich fange nicht an, mit Leuten mal zu spielen. Entweder sind die dafür bereit, da zu sein und mitzumachen, und zwar immer, oder ich lasse es. Doch, zwei hatte ich. Ja, gut. Oder so häufig, wie sie gerade können, weil das sowieso dann spielesuchtig sind. Aber mal zusammenspielen, das funktioniert nicht. Servus Opi vom Julian. Julian, dir auch einen schönen guten Morgen. Und Fabio hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Julian, ich bin voll genervt. Warum bist du genervt? Ja, okay, kann ich machen. Ich werde ja sowieso in der Slow-Gruppe den Aufruf starten. Wer mitmachen will, der kann mich dann in der Slow-Gruppe kontaktieren. Das kommt aber noch. Macht euch keine Sorgen, ich brauche auf jeden Fall Mitspieler. Und der Heinz hat einen Daumen da gelassen. Und der Sven hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Guten Morgen zusammen von Sven. Sven, dir auch einen schönen guten Morgen. Ja, dann wollen wir mal in den nächsten Wochen beobachten, wie Facebook sich weiter verhält.
mein allerbester Freund, die wollte mir eigentlich am Samstag wohin fahren, aber er hat jetzt Corona leider bekommen, einen Schnelltest. Jetzt muss er zum Arzt gehen und jetzt mit entspannt hat er sich Corona eingefangen. Nicht gut. Dann darfst du ja wohl auch zum Arzt gehen. Nein, theoretisch ja. Ja. Und der Kevin hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Also irgendwas stimmt mit Facebook ganz gewaltig nicht. Mit 37 Zuschauern morgens früh. Nee, da passt was nicht. Ich muss nicht zum Arzt. Aha. Na gut, Corona gehört ja mehr oder weniger auch nicht hier in den, aber gut hat er erzählt das. Genau. Ich gehe auf das Thema so gut wie nur möglich nicht ein. Und da ist der Nico. Moin. Nico, dir auch einen schönen guten Morgen. Morgen. Mein allerbester Freund wohnt woanders. Ah ja, jetzt verstehe ich es. Wie geht's euch? Uns geht's gut. Oh, bei uns ist alles in bester Ordnung. Und wie geht's dir? Soweit nur viel zu tun? Ja, das ist doch was. Ist doch genau das, was du haben wolltest. Viel zu tun. Jo, das Feld haben wir fast fertig. Da müssen wir nur düngen. Was sagt denn unser Mais? Wägelchen, der hat noch 59% drin. Gut. Da beim Schnellstart halt gestanden, da der Corona hatte, muss jetzt von der Berufsschule raus und zum Arzt gehen. Ja. Und der Thomas hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Ja, baue Haus um und arbeite mittlerweile in Schichten. Das ist schön zu hören, dass du dein Leben geregelt kriegst. Und der Nico hat den Stream geteilt. Danke und einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Danke fürs Teilen. Ob das wirklich stimmt beim Schnelltest, dass er wirklich Corona hat? Ich werde mich dazu nicht großartig äußern, weil ich das Thema eigentlich hier gar nicht haben möchte, Julian. Nico, teil nicht zu viel, es werden so viele Leute zurzeit gebannt. Pass auf, dass du nicht zu viel teilst. Tut mir leid, sorry. Alles gut.
Und der Julian hat einen Stream geteilt. Dankeschön. Oh, Strohlager ist voll. Strohlager ist voll? Okay. 800.000 Liter Klee drin? Ist voll, ja. Man kann nicht mehr einlagern. Ich habe erstmal PS4-Pause, mir tun die Ellenbogen weh. Das muss ich mir angucken. Was ist denn gestern ab? Kalk. Stroh, Gras, Heu, Silage. Wo zeigst du das denn an? Komm gleich wieder? Ja, mach das. Tatsächlich, da will nichts mehr rein. Wie viel hast du denn noch im Feld? Noch so einiges. Dann kannst du das Fahrsilo befüllen. Alles klar. Ich spring mal eben zum Fahrsilo, gucken, ob da überhaupt Platz drin ist. Aua, aua. Ja, ist leer. Das kannst du voll machen. Dirty, dirty, dirty. Der hat noch 42% Mais drin. Das läuft auch alles schön hervorragend. Ja, nein, später für die Lage, ne? Ja. Wir uns noch eine basteln. Und Doreen hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Bin wieder da. Ja, willkommen zurück. Und Wasser trinken? Das kann ich gleich machen, ja. Ein bisschen. Nicht zu viel. Hallöchen zusammen von Doreen. Doreen, dir auch einen schönen guten Morgen. Moin Nils von Nico. Didi, didi, didi. Moin Nico. Man kriegt direkt Schneebälle ab. So ist das im Leben. Wasser trinken wollte ich. Ein Schlückchen Wasser trinken. Kriegen wir Anruf bis gleich. Ja. Bin wieder da. Bibi heute. Oh, ist das heute Morgen ein trauriger Stream mit 40 Zuschauern. Uiuiui, das habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Was ist denn los? Oder es kann wirklich daran liegen, dass so viele Leute gesperrt worden sind.
Bibi Hotte kriegt auch Schneebälle ab. Apfel schmeißt auch mit Schneebällen rum. Schneeballschlacht. Gleich schon wieder Kalk auffüllen. Gott sei Dank, dass wir den Überladewagen besitzen. Dann müssen wir jedes Mal die ganze Strecke zurückgurken. Die schlafen alle noch oder teilen den Mittwoch. Eckart. Ich glaube, du kennst meine Zuschauerzahlen, oder? Morgens früh. Ich schraube gleich noch die letzten Platten an die Wand und mache ich mich fertig für die Arbeit. Nico macht das. Anja. Postis, ist der kalt? Ja, ich sehe das immer. Dann wird dir ja wohl auch ganz gewaltig auffallen, dass dann da irgendwas nicht stimmen kann. Nee, den wollte ich gar nicht runter machen. Den wollte ich haben. Gib mir mal den Überladewagen. Ja, ich friere, das ist nicht gut. Tag Opi, Tag Omi, vom Renaldo. Renaldo. Ich habe, glaube ich, immer Ronaldo gesagt. Dir auch einen schönen guten Morgen. Jetzt habe ich zumindest aufgepasst. Zumindest einmal. Ja, ich habe aufgepasst. Juhu, Sternchen im Kalender. Ich habe die Klappe nicht aufgemacht. So viel zum Aufgepasst. Dankeschön. Ich wünsche noch einen schönen Stream und einen schönen Tag. An alle anderen noch schöne Grüße. Nico, Grüße werde ich ausrichten. Dir auch einen schönen Tag. Schönen Stream werden wir uns machen. Mach die Klappe auf. So dick bin ich gar nicht. Hör auf, mich festzuhalten. Ja, ist nicht schlimm. Alles gut, Opi. Zumindest fällt mir auf. Lass mir doch die Folge, dass ich auch mal was mitkriege. Menno. Opi hat gestern mit Gabelstapler nur die Paletten auf LKW laden. Ich verstehe den Satz nicht so wirklich. Opi hat gestern mit Gabelstapler du ich Paletten auf LKW. Du hast also gut. Hast gut aufgepasst? Ja, endlich. Warte, warte, warte. Ach, das ist früher Morgen. Hab ich schön gemacht, ne? Stell dich mal auf Kante hier. Der Nils übt also schon mal Gabelstaplerfahren. So, mach an den rum. Ah. Mach an. Und Renaldo hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Da ist er wieder. Bibi. Nee, 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 bei Facebook stimmt wird ganz gewaltig nicht. Oh, diese Chef.
Mit wem redest du gerade? Mit mir selbst. Ach so. Wenn ich wieder anfange zu versuchen würde zu singen. Aha. Kannst ja ruhig singen. Nur wenn dann alle Leute schreiben, hör auf, von wegen Ohrenbluten oder so, dann bist du selber schuld. Ja. Welchen Überlauer dann hast du für den Kalk? Kann man für den Kalk nehmen? Ich bekomme das nicht hin. Du spielst PS4, ne? Kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß nicht, was auf PS4 drauf ist. Und die Christel hat einen Daumen da gelassen. Danke. Guten Morgen von Uwe. Uwe, dir auch einen schönen guten Morgen. Kann ich dir gar nicht sagen. Jetzt wollte ich dir helfen, aber ich habe überhaupt keine. Ich weiß ja die Daten gar nicht, was die für Fahrzeuge haben. Vielleicht kann der Nils dir da weiterhelfen. Keine Ahnung. Dann muss ich auch passen. Ich habe nur Konsole, Xbox-Konsole. Aber wenn du Lust hast, kann ich dir das mal ein Bild schicken. Ja, mach das. Wenn du mich damit meintest. Du hast Konsole. Ich habe zwei, ja. Ja, welchen Überladewagen nimmt man? Weißt du das so aus dem Kopf? Den Stara, sagte Hans. Also, Ach ja, da waren an dir gerichtet. beliebig machen, wozu man besser mitfahren kann, beziehungsweise auch machen lässt. Aber die Standardfahrzeuge müssen das doch auch können mit Kalk. Dann kannst du mir gerne einen Videoanruf machen. Die Ladewagen, den Opi hat, gibt es auch bei PS4. Aha. Ja, wollte ich gerade sagen. Also die Standardfahrzeuge gibt es auf jede Konsole. Nur wenn man die jetzt etwas spezielleren haben möchte, die gibt es nur auf PC. Und jeden Dienstag für die Konsole gibt es ein Update. Uwe, ja. Richtig. Dann kann ich dir über ein Video das mal zeigen. Aha. Zumindest habt ihr viele, viele Antworten und Hilfe. Das finde ich schön von meiner Community. Hier werden sie geholfen. Und die Christine hat einen Daumen da gelassen und den Stream geteilt. Dankeschön. Immer diese Känguru-Leitungen. Ich spiele Landwirtschaftssimulator 2020 auf Handy. Oh, wenn es dir Spaß macht, Uwe. Wäre nicht meine Welt. Definitiv nicht. Auch Streams gucken oder sonstiges auf Handy. Nein, danke. Dann gucke ich lieber gar nicht. Eine Anzeige spielt. So, jetzt sind wir durch mit Kalken. Ladewagen oder Überladewagen? Überladewagen. Da stand der Ladewagen? Ich meine Überladewagen. Das ist mit meiner Achtung los. No, vorne auch ausmachen. Grüß dich, Opi, Omi, einen schönen guten Morgen von der Gisela. Gisela, dir auch einen schönen guten Morgen. Warte mal, die Linien weg. Ich habe gesagt, du sollst fahren. Ich benutze noch Überladewagen. Mod. Ah, da habe ich. Drei, ein Überladewagen habe ich Dünger und andere Kalk und das andere Saatgut. Aha. Überladewagen.
Also wie gesagt, Anja, die Überladewagen, die Standarddinger, die drin sind, auch diese großen hier, auch diese großen, müsstest du auch haben. Und Gisela hat den Stream geteilt, einen Daumen da gelassen und der Adam hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Oh, was sehe ich da? Unser Cosplay-Fahrer hat kein Material mehr bereit lassen. Meter nach hinten. So, wo haben wir den Überladewagen? Da ist er. Oh Gott, stimmt. Fängt jetzt schon an, ja. Ich habe Angst vor Schlümpfe. Das ist nicht radioaktive Schlümpfe. Nee, so viel ich weiß nicht. Und der Adam hat den Stream geteilt. Dankeschön. Ach, ich persönlich benutze den Überladewagen von Lizard Our Master. Ja, das ist auch ein Riesenmonster. Der ist ja noch größer als die hier. Aber wir haben den Our Master nicht drauf. Hast du schön gemacht. Bleibt immer schön und frisch gesäten stehen. So wie man das nicht macht. Klappe lassen wir offen, so wie man das nicht macht. Stopp. Ach, er hat's. Mach's es. Schön. Weitermachen. Ich wollte gerade sagen, ich höre doch hier einen Motor. Steht der Mario hinter mir? Warum parkst du hinter mir? Ich gerade getrunken habe. Ah. Dir dann Prost. Jo, danke schön. Jetzt gibt es ja auch bei uns Jagd. Der Thomas hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Ah, ja, die trifft schon wieder weg. Ich glaube, der ist leichter. Dann holen wir uns gleich einen Dünger, können wir eine Runde düngen. Düngeling, ding, 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 ding. Da ist der Mario. Es macht mir jedes Mal einen Spaß, mit euch zu zocken. Oh, danke. Muss auch mal gesagt werden. Danke, danke. Nicht dafür. Ist aber ein Mod. Der Our Master, der ist ein Mod, ja, glaube wohl.
Was ist denn jetzt mit meinem Chat los? Ist gerade alles hin und her gesprungen? Hä? Na gut, mein Chat will mich ein bisschen veräppeln. Es regnet. In-game. Ich habe schon nach draußen geguckt. Oh, Opa, was fährst du denn heute Morgen für den Narr zurecht? Ja, man würde ihn dann noch verdichten und dann Feierabend. Den Träger meine ich. So. Gehen wir wieder da rein. Wir haben Regen. Zum Glück haben wir nichts mehr zu ernten. Ist alles runter, bis auf Zuckerrüben. Aber die werden zurzeit nicht so dringend benötigt. Der Odin haut Kaffee raus. Da schließe ich mich gleich an. Hey Odin, altes Haus, dann kommst du mal wieder. Hoffe, dir geht's soweit besser. Wenn er soweit ist. Ja, so der geht natürlich vorrangig. Eben Dünger auffüllen. So, auch in die letzte Runde, dann habe ich hier fertig. Ja, Prost zusammen. Hans hat auch direkt Kaffee plus Fleischsternchen raus. Didi, 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 didi. Ich habe noch nicht einmal, wir haben 11 Uhr, ich habe noch nicht mal die Frühstücksfrage. Das ist mit der Nase jetzt los. Warum juckt die jetzt so? Kriege ich wieder eine drauf? Ich weiß nicht, was ich zum Mittag essen soll. Ich habe noch nicht mal die Frühstücksfrage gestellt. Was gab es bei euch zu frühstücken? Jetzt kann man das direkt kombinieren. Was gibt es bei euch zum Mittagessen? Wahrscheinlich mache ich mir nachher oder halt mir nachher eine Pfanne. Eine was machst du? Eine Pfanne. Eine Pfanne. Eine Fertigpfanne. Achso, ein Fertiggericht. Pillenparty gehabt. Obi, Anja, danke, habe ich gehabt. Der Nils hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Aber danke fürs darauf hinweisen. Bin ja oft genug verpeilt, dass ich das vergesse. Die Kalkkiste muss ich dann auch wegstellen. Kann ich ja nicht zum nächsten Feld bringen. So, Auftrag erledigt. Alles runter vom Feld und alles drin. Ich bringe den Rest noch zum Fahrsilo, mache den sauber und dann mache ich dann den nächsten. So, der kann runter. Mittag Hutenrollbraten, Kartoffeln, Gemüse und Sößchen. Oh, hört sich gut an. Lecker. Und warum ist das noch nicht hier hingebracht worden? Und der Oliver hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Ich muss noch verdichten. Aha. Den können wir hier abstellen. Wir sind am Diskutieren wegen Mittagessen. In der Diskothek war ich auch schon mal, ja. Irgendwann. Und jetzt wird wieder Werbung raus. Nee, er feuert an. Er heizt an. Feuer. Anheizen. Die 30 Meter nehmen wir. Na, das nehmen wir auch. Passt ein bisschen rüber, dann passt du doch da oben.
Und habe ich leider jeden Tag an, ja? Pillenparty, aha. Otte, was schmeißt du schon wieder raus? Irgendwo mit Schokolade überzogen war das doch, oder? Frikadellen mit Schokolade überzogen. So war das gestern. Ich muss mir erstmal eine basteln. Das möchte ich gerne wissen, was das ist. 37 Zuschauer. Das glaube ich gar nicht. Da spinnt die Anzeige oder es sind wirklich hunderte von Leuten gebannt worden. Ein Großteil davon hat sich unter Garantie nicht meine Twitch-Seite aufgeschrieben, gemerkt, gespeichert oder sonst was. Und jetzt können die mich alle nicht finden. Ja. Selber schuld, sag ich da nur. Oft genug gesagt, passt auf. Das Opa, Dünger 100%, achso. Geht auf die Seite, falls Facebook mal wieder nicht vernünftig läuft. Ich schmeiße euch nochmal den Link rein. So. Wir sind jeden Abend ja auch da. Ich mach an den Lümmel. Den an und gib ihm. Ich muss nur die Nurtabletten für Schilddrüse, Psyche und Allergien nehmen. Nur. Das sind schon drei Arten von Tabletten zu viel. In der Runde, dass ich mit zwei Tabletten schlucken muss. Die. Ja, wenn wir Glück haben, schaffen wir das Feld hier, bevor der CP-Fahrer mit dem Ansehen da fertig ist. Dann kann er nämlich hier direkt weitermachen. Oder auch nicht. Bin bei Verdichten bei 50%, ja. Ja, dann guckst du da mal weiter drauf rum. Ja. Irgendwann sind die 100% da. Ja, das sind die Fragen, Mann. Minus, dir auch einen schönen guten Morgen. Uwe, ich eine PC, dir auch einen schönen guten Morgen. Danke euch, bitte, bitte. Oh, wir haben die 2 Stunden schon voll. Dann ist ja wieder gratis. So, die Lage wird jetzt hergestellt. Ah, ist das Ding fertig?
Ich versorge gerade meine 5000 Kühe. Ach du Heiliger. Ja, die haben aber Hunger. Fünftausend Kühe. Da freut sich bestimmt auch der Metzger darüber. Ich habe kein Wort verstanden. Ich meine, da freut sich doch der Metzger darüber. Das kann wohl sein. Aber warum hält man sich 5000 Kühe? Bei mir gibt es Reste vom Bami Goreng. Dann lass es dir schmecken, Anja. Ja, das Feld kriegen wir auf jeden Fall fertig, bevor der DP-Fahrer durch ist. Ich habe auch angebaut, neue Stelle. Ach so. Dankeschön, noch habe ich keine Hunger. So, dann lass es dir später schmecken. Hauptsache, hast was Leckeres zu essen. Guten Morgen, Opi von Michelle. Michelle, dir auch einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, dir geht es auch wieder besser. Ja, geht's, oder schön. Ich meine nur so als Vorschlag, du könntest ja mal versuchen, dich dann, wenn es dir jetzt besser geht, mal irgendwie von den Bazillen fernzuhalten. Aber ich weiß, du ziehst die Dinger ja magisch an. Kriege ich einen Spitznamen? Spitznamen entstehen von ganz alleine, die kann man nicht fordern. Ich muss unbedingt zum Baumarkt fahren, wir brauchen neue Farbe. Warum braucht ihr neue Farbe? Der Bulldozer. Wenn ich gerade fahre. Radlader? Radlader, genau, danke. Wir brauchen einen neuen Anstrich. Und dann fährst du gerade den Weißen. Weißen, genau. Oh ja. Lass ihn mal, der ist schon lange auf der Map, der darf so vor uns aussehen. Na dann. Aber das ist auch schon geklärt. Ja, die Schaufel hat ein bisschen gelitten. Ja. Was ist ein Spitzname? Eine spezielle Anrede.
an eine Person, die sich durch irgendwelche Merkmale auszeichnet. Mario oder lila Radlader für mich, Mario? Du Hase, Donnerle. Hotte, du brauchst keinen Spitznamen. Nö, braucht der Hotte auch nicht. Das Hottilein ist Hottilein. Nein, danke, Nils. Ich stehe nicht auf lila. So, der beste Preis. Was, ich? Mit Spitznamen? Du hast keinen Spitznamen, du brauchst keinen. Du bist einfach Hotteli. Oder auch kurz gesagt Hotte. Ich bin gerade gut ein Jahr verheiratet, Uwe und Heike. Aha, ja, dann herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen. Jo, Glückwunsch. Steh 9. Ja, alle lieben T9. Ich muss noch einen Schluck Kaffee trinken. Prost! Danke, bitte, bitte. Daddy, daddy, daddy. So, in 10 Minuten machen wir dann die Tür zu, dann haben wir 2,5 Stunden voll. Das reicht für heute Morgen. Ja. Oder Spitzname Tante Hottilein? Nein. Also ihr habt gerade über Spitznamen geredet. Ja, haben wir gerade. Und Spitznamen ergeben sich eigentlich von alleine. Irgendwann hat man einen. Yep. Autokorrektur ist nervig, da kommen manchmal Worte dabei raus. Ja. Warum schickst du mir das irgendwie immer noch online ist? Ich weiß, dass irgendwie online ist. Facebook. Ja, okay. Wo wohnt ihr? Auch Ort. Unter Garantie werde ich hier nicht den Ort nennen. Nordrhein-Westfalen muss reichen, am Niederrhein. Alles Weitere hat die Weltbevölkerung nicht zu interessieren. Das ist auch mein Spitzname, Hotte. Ja, dann für mich heißt du Hotte. Ich kenne dich nur unter Hotte. Ich komme aus DN. Das ist gut, dass ich nicht weiß, was DN ist. Münzenhausen. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich auch nicht. Muss man ja auch nicht preisgeben. Ich komme aus Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen. Aha. Kreis Düren. Aha. Aha, aha, aha. Und Geld. Das kommt Geld? Was machst du gerade? Kompass verkaufen. Ach so. Daddy, 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 daddy.
Schaffen wir das Feld noch? Ja, ne? 8 Minuten haben wir noch. Das könnte passen. Ja, das Feld machen wir auf jeden Fall noch fertig hier. Mit dem Düngen. Der Benjamin hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Und fahre ich Kartoffelenden? Ich lege mir nachher Zwiebeln in die Badewanne zum Warmwerden. Mach das, wenn es dir hilft. Bestimmt aus Nöwe nicht. Da habe ich dir schon erzählt, irgendwie, dass ich Knochenabbau habe. Nein, hast du nicht erzählt? Jetzt habe ich erzählt. Ja, durch mein Diabetes. Ganz schlimm. Ich meinte, wenn ich später gekommen wäre, hätte man nicht mehr retten können. Ach so. Nicht gut. Nee. Aber gestern kann man alle jetzt noch retten. Ja, als Kind hat man keinen Bock, Zähne zu putzen. Ja, oder die Eltern stehen nicht dahinter und passen auf. Ja. Wenigstens macht man das jetzt richtig. War zu spät, aber besser als nie. Und eine basteln. Dann haben wir einen schönen grünen Stream heute gemacht. René hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Noch ein Mittwoch. Muss auch mal so eine Zeit, auch mal so eine Tage geben, ne? Ja. Kann ja auch sein, dass unwahrscheinlich viele Benachrichtigungen gar nicht rausgegangen sind. Wer weiß, was die da wieder machen. Kannst du auch nur, also, zumindest bei mir wird es gar nicht erst angezeigt, erst vor zum 10. Wurde mir geschickt, da oben ist online. Heute Abend wieder auf Twitch? Anja, selbstverständlich. Jeden Abend auf Twitch und jeden Morgen auf Facebook. Sei denn, ich bin krank. Oder ich habe es vorher abgemeldet, weil ich irgendwas zu tun oder zu machen habe. Ich glaube, hier stand Uwe mit Fragezeichen. Ach so, du hast keine Antwort gekriegt. Ist doch auch mal schön, oder liebes Opi? Ist doch auch mal schön, was? Schreibt doch dabei, was ihr damit sagen wollt. Kurz, dir auch ein... Oh ne, dich hatte ich ja schon lange. Danke für die Fleischsternchen. René und Gabriele hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Oder wenn Facebook nicht will, ja. Aber dann weiche ich ja auch morgens auf Twitch aus, wenn wenn Facebook mal wieder nicht möchte. Buongiorno von Gabriele. Ja, auch einen schönen guten Morgen. Na, dass es mal ruhig ist. Ja, das ist doch mal eine angenehme Abwechslung.
immer nur High Life ist auch nicht das Maß aller Dinge. Den Dünger können wir eigentlich dann gleich wegbringen. Dann können wir den Kalker wiederholen, das Messgerät schon mal hier hinstellen und dann können wir aufhören. Das war's. Die Linie wegmachen. Mal die Materialien tauschen, die Arbeitsmaterialien. Der Tobi hat einen Daumen da gelassen. Danke. Da kriegen wir jetzt damit die Maschine weiter. Ich habe kein Wort verstanden. Du musst dir angewöhnen, deutlich zu reden. Ich meine. Jetzt fängt die Maschine wieder an zu arbeiten. Wenn der Kompass jetzt ein bisschen mehr Ja. weg ist. Andere Seite war noch ein Streifen. Dann fahre ich nochmal zurück. Das muss ich mir angucken. Also wegen ein Streifchen. Da brauche ich nicht hin. Bist du dir da sicher, Obi? Womit bin ich mir sicher? Ich habe gerade schon gesagt, schreibt dabei, was ihr damit aussagen wollt. Ihr müsst auch den Content liefern, worüber ihr redet. Selbstverständlich bin ich mir sicher, dass ich nachher was esse. Hier ist nichts mehr, nur noch so ein paar Platten. Auch nur noch ein paar Flecken. Daddy, 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 Daddy. Da ist einer leer. Braucht ihr eigentlich extra viel oder wie habe ich das? Ah ne, ist Mais, dann brauchen die meistens mehr. Abfahrer entlassen. Lalalu, der Opi, der schaut zu. Ich bin kein Zuschauer. Ich glaube, ich bin der Streamer.
Apfel, ich bin's, der Streamer, nicht der Zuschauer. Ich glaube, der Uwe ist nicht mehr dort, das kann sein. Geld kommt. Ja, stimmt. Geld kommt. Oh, mit lauter sprechen. Na. So. Aktueller Wegpunkt, gibt Gas. Oh, wie schön er seine Arbeit macht. Wunderschön. Die. Und nicht vergessen, alle, die noch nicht wissen, jeden Abend streamen wir auf Twitch. Und alle, die nicht wissen wollen, wir streamen jeden Abend auf Twitch. Sauber machen, sauber machen. Rubi, der war gut. Ja, die hören es ja trotzdem. Egal, ob sie wollen oder nicht. Die hören so laut ACDC, wie ich das will. Ha, he, he. Ich finde das Glockenspiel von den cool. Von ACDC. Hellspells. Hellspells, genau, danke. Ich bin froh, wenn es Freitag ist. Und was ist mit dem Donnerstag? Da gibt es die Hellfreitag wahrscheinlich. Dann kannst du nicht einfach den Donnerstag auslassen. Hallo? Der hat auch eine Daseinsberechtigung. Mein Donnerstag, das geht aber so nicht. Oh, ein Mario. Ich habe Angst. Was? Ich habe Platz. Ich habe auch Angst. Daddy, 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 da. So. Einmal da rein, bitte. Dann gehen wir uns den Sensor holen. Holen uns wieder die Kalten. Oh, Opi. Freitag gibt es Geld am Konto, ja. Das kann wohl sein. Jetzt ist immer Mist, dass am Monatsende noch so viele Tage über sind. Einmal Sensor, bitte. Money, money, money. Und weiter geht's. Jetzt holen wir uns das Galt-Döf-Döf. Am Ende des Geldes immer noch so viel Monatende. Über, ja. Und der Martin hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator Raudis. Machen wir mal das Ding auf. Dankeschön. Und dann haben wir auch gleich Ende im Gelände.
wenn wir den abgestellt haben. Und überall backen wir Mais drauf. Das gibt eine Tiefenlockerei. Aber gut, dass wir zwei Tiefenlocker haben. Einen großen und einen kleinen. Dann können wir zwei CP-Fahrer ansetzen. Die können sich dann die Seele aus dem Feld tiefenlockern. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag noch, bis heute Abend auf Twitch, Opi. Anja, lass es dir gut gehen, macht dir einen schönen Tag und viel Spaß in der Wanne. Und der Andi hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator Raudis. Tschüss, Anja. So, der kann auch hier stehen bleiben, den werden wir als nächstes benutzen. Macht's gut, wünsche einen schönen Tag und immer sauber und gesund bleiben. Sascha, packt dir an deine eigene Nase. Dir auch einen schönen Tag. Bis heute Abend. So. Damit wären wir durch. Du, ich sag mal, bis heute Abend, bye bye. Hotte, dir auch einen schönen Abend, schönen Tag, lass es dir gut gehen. Danke fürs Reinschauen, schön gesund bleiben, schön mit Öl. Hans, dir auch, tschüss. Schönen Tägle. Welche Map ist das? Das ist die Altkirch im Elsass, V2. Mario, entweder redest du etwas lauter oder okay, du stellst dein Mikro lauter. So, meine lieben Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Danke an den Chat fürs fleißige Mitschreiben. Danke, danke, danke. Danke für die ganzen Daumen. Danke fürs Teilen. Und danke für die ganzen neuen Follower. Wir sehen uns heute Abend wieder auf Twitch. Für den, der will. Für den, der nicht will, der Pech gehabt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt alle gesund. Bis heute Abend, damit bin ich raus und tschüss. Tschüss.